Ja, ich möchte nun zum nächsten Projekt kommen, die Lebensdauer von Bauteilen. Hier ist im Hintergrund das Ziel gestanden, ein allgemeines Alterungsmodell zu entwickeln, um die Lebensdauer von Bauteilen und Bauprodukten zu bestimmen. Das ist, wenn man den Ansatz der lebenszyklusorientierten Gebäudebewertungssysteme verfolgt, natürlich sehr wichtig. Denn nur wenn man auch die Lebensdauer der Baustoffe in die Bewertung einbezieht, dann kommen die Stärken von Baustoffen, die sich durch lange Lebensdauer auszeichnen, also Massivbauweisen, eben wirklich zum Tragen. Und als wesentliches Ergebnis ist in diesem Projekt auch festgestellt worden, dass man bei diesen Betrachtungsweisen immer in Systemen denken muss. Es nützt also nichts, nur Bauprodukte anzuschauen, sondern man muss immer die ganzen Bauteile, die Funktionseinheit betrachten. Bitte weiter. Ich möchte auch zu diesem Alterungsmodell ein Beispiel bringen. Sie sehen hier abgebildet also das Beispiel wäre mit dem Verbundsystem mit seinen einzelnen Schichten. Und das Modell funktioniert eben so, dass man einen Ausgangswert hat, also die sogenannte Referenzlebensdauer. Und dann kommt ein Faktorwert ins Spiel. Also durch Multiplikation dieser Referenzlebensdauer mit dem Faktorwert kann man die voraussichtliche Lebensdauer errechnen. Ich habe jetzt so schnell und kurz gesagt Faktorwert. Also dieser Faktorwert ist das Herzstück im Algorithmus, der dem Alterungsmodell zugrunde liegt. Er muss für jede Schichtgruppe bestimmt werden und basiert eben auf den Faktorklassen der ISO 15686. Das Verfahren dahinter ist ziemlich aufwendig. Also die ISO 15686 gibt eben Faktorklassen vor und für jede Faktorklasse muss man einen Faktorklassenwert berechnen. In den fließen wiederum Gewichtungs- und Einflussfaktoren ein und somit bekommt man dann aus der Summe dieser Teile und Komponenten den Faktorwert. Am Schluss also muss man noch die Lösbarkeit überprüfen. Da komme ich jetzt wieder auf das zurück, dass eben das Denken in Systemen wichtig ist. Denn nur wenn eine einwandfreie Lösbarkeit zwischen den Schichten gegeben ist, dann kann man Schichten auch für sich betrachten. Ansonsten muss ja der ganze Bauteil ausgetauscht werden, wenn die Schichten eben nicht lösbar sind. Deswegen steht eben in der Tabelle auch noch die Lösbarkeit als wichtiger Parameter. Dann das nächste Projekt, die Transporthubsäcke. Hier war es das Anliegen, die Umweltbelastungen, die durch die Transporte entstehen, eben vom Werkstor zur Baustelle strukturiert zu erfassen. Und zwar in Abhängigkeit vom Standort des jeweiligen Werks, von der Baustelle und vom Bauprodukt selbst. Ich darf Ihnen auch dazu ein Beispiel zeigen, also das Beispiel GWP, also das Treibhauspotenzial, das einer der drei OE3-Indikatoren ist, wie sich das eben auswirkt. Also dunkelblau sieht man, dass also die Umweltwirkungen, die bis zum Werkstor anfallen, pro Bauprodukt. Und in hellblau dargestellt ist dann das, was durch die Transporte an Umweltbelastungen dazukommt. Das ist etwa 5 bis 20% größenordnungsmäßig beim Treibhauspotenzial. Und nun das letzte Detailprojekt aus der Arbeitsgruppe Ökologie, die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Hier steht eben ganz im Vordergrund, was ich eingangs schon als Motivation genannt habe, nämlich die knapper werdenden Ressourcen im Bauwesen. Also die Ressourcen werden in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß zur Verfügung stehen, wie wir das heute gewohnt sind. Und damit kommt den Gebäuden selbst auch eine neue, besondere Rolle zu, nämlich die Rolle der Gebäude als Lager von Sekundärressourcen. Und wie man jetzt Gebäude in dieser Rolle quantitativ beschreiben kann, dazu hat die TU Wien eben vier Indikatoren entwickelt. Das waren die Indikatoren Verfügbarkeit, Rezyklierbarkeit,
Eigenversorgung und Scale-up. Wobei Scale-up ist ein Indikator für das Ausmaß des Materialeinsatzes. Und ausgehend von diesen vier Indikatoren wurde auch ein Konzept eines materiellen Gebäudepasses erarbeitet, der eben zeigt, wie eine umfassende Dokumentation der Baustoffmengen in einem Gebäude aussehen könnte. Denn nur wenn man weiß, welche Baustoffe hat man, welche Mengen und wo im Gebäude sind sie, dann können Gebäude ihrer Rolle als Lager von Sekundärressourcen auch nachkommen. Ich möchte auch ein Resümee ziehen aus der Arbeitsgruppe Ökologie. Herr Kreisberger hat das auch schon erwähnt, gerade die Gruppe Ökologie war geprägt durch eine sehr intensive Diskussion. Eben vor dem Hintergrund, dass auch vom Europäischen Normungskomitee her, also dem PC 350, der Anspruch da ist, Lebenszyklusbetrachtungen zu machen. Und es hat intensive Diskussionen gegeben, wie man dem nachkommen kann und wie man auch Indikatoren anpassen kann, um diesem Ziel nachzukommen. Der Diskurs war sowohl innerhalb der Forschungscommunity sehr intensiv, aber auch zwischen den Forschern und den Unternehmen. Und man kann als Ergebnis auf jeden Fall sagen, dass die Basis für einen kontinuierlichen fachlichen Austausch zwischen Bauforschung, Unternehmern und weiteren Stakeholdern gelegt worden ist. Weiter. Ich habe in der Vorstellung der Detailergebnisse schon natürlich die Ergebnisse erwähnt, möchte sie hier aber noch einmal hervorheben und auf den Punkt bringen. Die Arbeitsgruppe Ökologie hat eben den OE3-Index in zeitlicher und räumlicher Hinsicht um Bilanzgrenzen erweitert. Die Arbeitsgruppe hat auch ein Alterungsmodell erarbeitet zur Berechnung der Lebensdauer von Bauteilen und Bauprodukten. Es ist ein Transportmodell aufgebaut worden für die Transportwirkungen vom Bergstor zur Baustelle und es sind Indikatoren zur Ressourcenfrage im Bauwesen entwickelt worden und darauf aufbauend das Konzept des materiellen Gebäudepasses. Und abschließend möchte ich noch die Folgewirkungen aus dieser Arbeit hervorheben. Es ist auf jeden Fall erhöhte Aufmerksamkeit auf die lebenszyklusorientierten Ansätze gelegt worden. Diese sind klar forciert worden. Das hat sich auch gezeigt in verbesserten Ökobilanzierungen, also vor allem beim OE3-Index konkret. Es sind Beiträge erarbeitet worden für das Total Quality Bewertungssystem als österreichischen Gebäudestandard. Dazu wird Robert Lechner noch mehr sagen. Und es hat viele Inputs gegeben in die europäische Diskussion im Normenkomitee TC 350. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.